Hallo und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Einfach Schön Lifestyle und Kosmetik. Heute wieder im Bereich Lifestyle, mal Ganzkörper, wie man sieht, weil wir testen Akkustaubsauger. Hier haben wir den DC35 von Dyson, schon was älter, damals gekostet 2,99 bei Otto. Hier haben wir den V6, der ist etwas neuer. Kostet zurzeit 2,49 und hier haben wir den Livington Prime vom Media Shop, 149, so wie er hier ist, mit Ladestation und einem Akku zurzeit. Die testen wir jetzt, weil mir ist nämlich aufgefallen, dass, ich habe jetzt schon längere Zeit die Dyson Akkusauger, damit saugen wir alles, Langhaar, Glatte, alles Mögliche, klappt wunderbar, bis auf so Kleinigkeiten, die einen vielleicht ärgern. Da habe ich gedacht, dann hole ich mir mal diesen Livington Prime, weil der hat mir einen stabilen und formschönen Eindruck gemacht und die testen wir jetzt mal. Vor- und Nachteile. Die Dyson, Vorteil: eine wunderbare Station, die an der Wand hängt, kann man einklicken, er lädt wunderbar. So, das ist hier beim Livington Prime nicht. Der hat eine extra Akkustation, da muss man den Akku hier rausmachen und in die Station stecken. Das ist ein bisschen nervig, aber auch schon der einzigste Nachteil. Und für so viel Geld zu sparen, toll. Also, muss ich sagen. Weiter geht zum Beispiel mit dem Dyson, der hier ist schon was älter. Nach einem Jahr war die Düse hier kaputt, diese Rolldüse. Dann ist der Behälter, ihr seht, das sieht eigentlich nicht so schön aus, weil man immer den Dreck da drin sieht. Und die Angelegenheit ist etwas wackelig, wo ich gar kein Verständnis habe für diesen Preis. Einfach leeren ist auch einfach gesagt, das machen die immer so schön vor, einfach hier klappt, geht die Klappe auf und das fällt raus, weit gefehlt, weil der Staub und Dreck verhakt sich natürlich hier an dem Filter, man muss also immer mit Watt rund gehen, damit man auch leer kriegt. Bei diesem Modell, merkwürdigerweise, ist das einfacher, bei dem neueren ist das eine Katastrophe, weil er einfach den Dreck schön festhält. Des Weiteren muss man die auch ab und zu mal sauber machen, weil damit die die Saugleistung behalten durch die Düsen. Und da konnte man hier bei dem einfach hier Klick abmachen. Ich mache es mal gerade vor. Dann konnte man hier oben den Motor komplett einfach wegnehmen. Weg und dann kann man das alles auseinanderbauen und komplett durchspülen, durchblasen, wie das auch jeder gerne gemacht hat. Und auch einfach wieder, zack, war er wieder betriebsbereit. So, fand ich schon nicht so schlecht zum Saubermachen. Bei dem neueren muss der Ingenieur, der das entworfen hat, sehr wahrscheinlich schon gewesen sein oder weil abmachen, klar, und dann steht man da. Man kann das hier jetzt aufmachen, man kann das abnehmen, aber diese Einheit ist nur mit einem Trick, der schwer zu erkennen ist, zu lösen. Weil wenn der Dyson-Motor ein Tropfen Wasser kriegt, ist sofort der Akku hin. So, dann habe ich da mal da mit Lupe und alles geforscht. Ich habe jetzt auch nichts in der Gebrauchsanweisung gefunden. Vielleicht bin ich auch zu blöd, für die zu lesen. Wenn der Behälter hier ab ist, muss ich hier eine Klammer innen trennen. Ne? Das mache ich mit einem Messer, mit einer Schere, eine Klammer reindrücken und dann geht das erst ab. Wieso tut man bei einem neueren Gerät nicht das noch mehr oder zumindest so lassen, dass das so einfach ging wie bei dem? Also, es ist mir ein Rätsel. Und das ist auch sehr ärgerlich, weil man das gewohnt ist, zack, bumm, sauber machen, über Nacht trocknen, fertig. Das geht bei dem neuen äußerst schwierig. Ein Pluspunkt, die haben eine Turbo-Taste, beide. Das hat der Livington Prime nicht.
Pluspunkt für Livington Prime ist diese tolle Akkuanzeige. Also ich sehe während dem Saugen, wie die Leistung schwindet und weiß, okay, kriegst noch eine Ecke mit hin, fertig. Das hat wiederum der Dyson nicht. Also es ist ein Hin und Her mit der Pluspunkte. Was ich jetzt bei dem Preiswertgerät noch besonders zu erwähnen wüsste, der Akku hält etwas länger wie bei denen. Also ich kann locker mal zwischen 12 und 15 Minuten, hört sich immer wenig an, aber man kann viel saugen in der Zeit, damit locker bei voller Leistung saugen. Was mich sehr gewundert hat, mega stabil, hier wackelt nichts. Die Bürste rotiert wunderbar. Er ist viel leichter. Und der Hammer ist das hier. Schnuddel, schnuddel, schnuddel. Weil man kann wirklich unterm Schrank saugen. Das finde ich der Hammer. Macht wieder Klack. Und er ist ohne da da dahin gutschelt oder wackelt, wunderbar zu gebrauchen. Dann hat er hier unten, der Livington Prime, eine tolle große Rolle. Dadurch gleitet der wie Butter über den Teppich. Haben die hier auch so rollmäßig, aber sie sind halt für ältere Damen schon etwas schwerer. Ja, das sind so die ersten. Man könnte jetzt die Sendung ziehen auf 3 Stunden. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja kurze Informationen bringen. Ich würde sagen, ich teste die jetzt mal, so damit ihr das mitkriegt von der Saugleistung. Nochmal zum Gedächtnis: 2,99, 3,49, 149. Einzigster Nachteil, wenn man den bestellt, die Bestellannahme geht einem ganz schön auf die Nerven, kann ich euch sagen. Ne? Weil wollen sie noch einen Akku, wollen sie noch dit, dann haben wir das Tagesangebot, dieses Tagesangebot. Nein, 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 ich wollte nur den Sauger bestellen, um ihn zu testen. Also das ist keine Werbung, kein Produktplacement, weil alles ist selbst gekauft und ich teste die jetzt mal. Ihr könnt in der Zeit einfach mal zugucken. Ne? Für alle Probanden haben wir gleich einmal Mehl, Zucker und Cornflakes auf glattem Boden. Klarer Fall geht immer, aber hier haben wir einen schwarzen Filzboden im Studio und der hält den Dreck förmlich fest. Somit wäre der Test für hier abgeschlossen. Also mein Fazit, ihr habt es auch gesehen, der Livington Prime hat bei Mehl so gut wie keine Saugkraft bewiesen. Schade, schade. Aber wir benutzen den zum Beispiel jetzt in der Fußpflege, da fällt viel Horn und Nägel und Tralala an. Pluspunkt bei ihm ist wieder hier, das spritzt nicht weg, wenn man was aufsaugen will. Das ist eher bei dem V6 von Dyson. Ob die Bürste dann zu schnell rotiert, keine Ahnung. Und er ist halt formschön für glatte Böden. Wenn man jetzt eine Küche hat oder so und will dafür einen Sauger, reicht dieser vollkommen aus. Und man sieht den Tank nicht, der ist nämlich hier drin versteckt. Sieht klein aus, passt aber sehr viel rein. Also ich würde mir den auf jeden Fall immer wieder kaufen für den Preis. Allerdings, wie gesagt, die Saugkraft, das ist mehr ein leichter Motor, denke ich. Und durch die rotierende Bürste wird das hochgeschoben und so grobe Sachen, Cornflakes, Zucker und so, dann geht das. Und auf glatten Böden würde auch das Mehl weg sein. Das ist jetzt wirklich hier brutal, der Test sozusagen. Am besten nach wie vor finde ich immer noch hier der Dyson. Ich glaube, den gibt es schon gar nicht mehr. Dyson DC35. Wie gesagt, Gegitschel und Gemache finde ich nicht so toll. Und dass man hier den Behälter so sieht, ach, ich weiß auch nicht. Aber in die Station und er lädt,
Also es gibt Vor- und Nachteile. Man muss wissen, was will man ausgeben, was will ich damit machen. Ne? Und der V6 ist halt sehr stark auch. Aber wie gesagt, da ist das mit der Klammer. Also das, wenn ich mir jetzt spontan einen kaufen müsste, wüsste ich schon wieder nicht was. Außer wie gesagt, wenn ich den hier in der Küche benutzen wollte, einfach so für mal Krümmeln zwischendurch schnell wegzumachen, reicht der für diesen Preis aus. So, wenn noch Fragen sind, einfach unten in die Infobox am besten Abonnier-Button drücken oder sogar auch dann die Glocke dazu drücken, dann verpasst ihr keine Sendung mehr. Folgt mir auf Instagram oder Facebook, da kommen noch immer ganz andere Neuigkeiten. Und vielen Dank für die Abonnenten, die neuen. Und ja, das war's. Bis dahin. Tschüss.